Hallo und herzlich willkommen zu der Bekanntgabe der Nominierungen zum 70. Deutschen Filmpreis hier live aus dem Delphi Filmpalast in Berlin. Es war ein bemerkenswertes Jahr für den deutschen Film. Die Drehbuchautoren, Regisseure, Produzenten, Schauspieler und alle Gewerke haben uns Filme geschenkt, die nicht nur unterhalten und bewegen, sondern uns auch herausfordern, uns einen Blick in neue Welten verschaffen. 121 Filme standen insgesamt zur Auswahl, 50 davon wurden vorausgewählt und aus diesen 50 haben die einzelnen Gewerke ihre Nominierungen bestimmt. Die Stimmzettel wurden vom Notar Helmut Siegler-Schmidt ausgezählt und er hält die Ergebnisse in verschlossenen Umschlägen bereit. Und nun werden die beiden wunderbaren Botschafter des Deutschen Filmpreises Emilia Schüle und Kostja Ullmann sowie die Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters und natürlich der Präsident der Deutschen Filmakademie Ulrich Mattes die Nominierungen verkünden. Toi, 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 los geht's. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Botschafter des Deutschen Filmpreises. Wir freuen uns wahnsinnig, hier zu sein und wir freuen uns noch mehr, euch jetzt die diesjährigen Nominierten verkünden zu dürfen. Ja, moin, moin, auch von meiner Seite. Also legen wir los. Es gibt 14 Einzelkategorien beim Filmpreis und wir sind natürlich genauso gespannt wie ihr, wen die 2000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie zu den Besten ihres Fachs gewählt haben in diesem Jahr. Und deswegen fangen wir auch direkt an. Liebe Emilia, los geht's. Nominiert in der Kategorie Beste männliche Nebenrolle sind Pasquale Aliadi in Ich war noch niemals in New York, Godehard Giese in Es gilt das gesprochene Wort, Albrecht Schuch in Berlin-Alexanderplatz. Nominiert in der Kategorie Beste, ich weiß es, weibliche Nebenrolle sind Jella Hase in Berlin-Alexanderplatz, Lisa Hagmeister in Systemsprenger, Gabriela Maria Schmeide in Systemsprenger. Nominiert in der Kategorie Bestes Kostümbild sind Inken Benesch für Freies Land, Sabine Böbbes für Lindenberg, Mach dein Ding, Thomas Olah und Nora Bates für Ich war noch niemals in New York. Nominiert in der Kategorie Bestes Maskenbild sind Helene Lang für Narziss und Goldmund, Astrid Weber und Hanna Fischleder für Lindenberg, Mach dein Ding, Gerhard Zeiss für Ich war noch niemals in New York. Nominiert in der Kategorie Bestes Szenenbild sind Silke Buhr für Berlin-Alexanderplatz, Matthias Müsse für Ich war noch niemals in New York, Sebastian Sukup für Narziss und Goldmund und Tim Tamke für Freies Land. Nominiert in der Kategorie Beste Kamera Bildgestaltung sind Joschi Heimrath für Berlin-Alexanderplatz, Frank Lamm für Deutschstunde und Jin Yi für Oh Beautiful Night. Nominiert in der Kategorie Beste visuelle Effekte und Animation sind Frank Kaminski für Berlin-Alexanderplatz, Sven Martin für Ich war noch niemals in New York, Jan Stolz und Claudius Urban für Die Känguru-Chroniken. Nominiert in der Kategorie Bester Schnitt sind Stefan Bechinger und Julia Kowalenko für Systemsprenger, Bettina Böhler für Schlingensief in das Schweigen hineinschreien, Heike Gnieder für Pelikanblut und Andreas Menn für Mein Ende, dein Anfang. Nominiert in der Kategorie Beste Filmmusik sind Lorenz Dangel für Deutschstunde, Dasha Dauenhauer für Berlin-Alexanderplatz, John Gürtler für Systemsprenger. Nominiert
weg. Oh, guck mal, ich kann das nicht so schön öffnen wie du. Ja, ich bin auch nicht so gut daran. Nominiert in der Kategorie Beste Tongestaltung sind Simone Calavazzi und Michael Schöpping für Berlin-Alexanderplatz, Andreas Mücke-Nisitka, Martin Steyer, Dominik Schleier, Benjamin Hörbe und Bettina Böhler für Undine, Corinna Zink, Jonathan Schorr, Dominik Leube, Oskar Stieblitz und Gregor Bonze für Systemsprenger. So, und jetzt kommen wir zu den letzten vier Einzelkategorien. Und zwar zur besten männlichen Hauptrolle. Nominiert in der Kategorie Beste männliche Hauptrolle sind Jan Bülow in Lindenberg macht dein Ding, Velket Bungue in Berlin-Alexanderplatz und Albrecht Schuch in Systemsprenger. Yeah. So, und nominiert in der Kategorie Beste weibliche Hauptrolle sind Anne Ratte Polle in Es gilt das gesprochene Wort, Alina Serban in Gypsy Queen und Helena Zengel in Systemsprenger. Nominiert in der Kategorie Bestes Drehbuch sind Martin Behnke und Burhan Kobani für Berlin-Alexanderplatz, Nora Fingscheid für Systemsprenger und Nils Mohl und Ilka Çatak für Es gilt das gesprochene Wort. So, nominiert in der Kategorie Beste Regie sind Ilka Çatak für Es gilt das gesprochene Wort, Nora Fingscheid für Systemsprenger und Burhan Kobani für Berlin-Alexanderplatz. Herzlichen Glückwunsch an alle Nominierten. Ja, Glückwunsch auch von mir. Und bevor die drei Hauptkategorien für die besten Filme gleich von Kulturstaatsministerin Monika Grütters und unserem Präsidenten der Deutschen Filmakademie, um Gottes Willen, ich bin jetzt komplett auf, Entschuldigung, bin jetzt so durch den Wind, Ulrich Mattes verkündet werden, geben wir euch einen kleinen Einblick, was der deutsche Kinofilm in den letzten 12 Monaten alles zu bieten hatte. Sorry, Herr Präsident. Oh Gott, wie konnte mir das da passieren? Also kein Grund, nicht ins Kino zu gehen. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt zu den letzten 4 Kategorien. So, und was sind eure Spezialfähigkeiten? Könnt ihr fliegen, euch unsichtbar machen, lustig Stimmen imitieren? Wie? Und bitte! Na, lasst euch nicht so schwer. Erfind dich einfach neu. Probiere nochmal. Ah, Sie sind Kleinkünstler. Ich bin kein Kleinkünstler. Was für ein Abend. Dankeschön. Das ist eine große Ehre für mich. Ich bin so glücklich. Was? Oh ja, das ist lustig. Und dann? Ja, gefällt mir. Ich glaube, mir wäre mein eigener Name angesichts der kleinen Verspätung, die wir hatten, auch nicht eingefallen. Für diese kleine Verspätung möchte ich entschuldigen. Ausnahmsweise war daran nicht Corona schuld. Es waren einfach nur technische Probleme. Aber solange man noch kleine Witze machen kann, ist alles gut. Wir leben in nicht ganz einfachen Zeiten. Trotzdem, unsere Vorfreude ist ungebrochen. Ich möchte an meiner Seite sehr herzlich begrüßen die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters. Herzlich willkommen. Ja, lieber Uli, ich freue mich auch auf unsere schöne Veranstaltung. Angesichts eines so vielversprechenden Jahrgangs darf es ja mal wieder spannend werden. So ist es. Zwei der Preise stehen ja bereits fest, wie jedes Jahr. Zum einen ist das naturgemäß der Preis für den besucherstärksten Film. Der geht dieses Jahr an, wie könnte es anders sein, Das perfekte Geheimnis. Herzlichen Glückwunsch an Bora Daktekin und seine super Schauspieler.
ein großer Erfolg, mehr als 5 Millionen Zuschauer. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt könnt ihr ruhig noch mal klatschen, oder? Und? Ich darf auch etwas ankündigen, nämlich den diesjährigen Ehrenpreisträger Edgar Reitz. Seit 5 Jahrzehnten zählt er ja zu den ganz herausragenden Filmemachern in Deutschland und nicht zuletzt mit seinem großartigen, legendären Filmzyklus Heimat hat er ja, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, epochale Meisterwerke geschaffen in der deutschen Filmgeschichte. Und dabei hat er Maßstäbe gesetzt für historisches Erzählen im Film und natürlich dafür auch für die Auseinandersetzung mit den großen Themen unserer Zeit. Also herzlichen Glückwunsch an Edgar Reitz. Dem kann ich nur zustimmen. Und jetzt wird's ernst. Ich fummle meine Brille raus. Ich mach den ersten. Du machst den ersten. Es geht los mit dem besten Kinderfilm. Genau. Wir orientieren uns jetzt in der ersten Kategorie tatsächlich am besten Kinderfilm und nominiert in dieser Kategorie sind Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Produktion Jochen Laube, Fabian Maubach, Clementina Hegewisch, Sommerhaus Filmproduktion, Warner Brothers Germany, Next Film Filmproduktion, La Siala Entertainment, Hugo Film Features und in der Regie ist das entstanden von Caroline Link. Fritzi, eine Wendewundergeschichte. Produktion Ralf Kukula, Richard Lutterbeck, Balance Film, Trickstudio Lutterbeck, Mao Film, Doghouse Films, Artemis Productions, Regie Ralf Kukula, Matthias Bruhn. Herzlichen Glückwunsch. Den nächsten machst du auf. Bester Dokumentarfilm. Nominiert in der Kategorie Bester Dokumentarfilm sind Born in Evin, Produktion Alex Tondowski, Ira Tondowski, Tondowski Films, Golden Girls Film und die Regie hatte Mariam Sareh. Des Weiteren, Heimat ist ein Raum aus Zeit. Produktion Heino Deckert, Maya D., Filmproduktion, Regie Thomas Heise. Herzlichen Glückwunsch. Und last but not least. Nächst haben wir hier als drittes nominiert in der Kategorie Bester Dokumentarfilm Schlingensief, in das Schweigen hineinschreien. Produktion Frieda Schleich, Irene von Alberti, Filmgalerie 451 in der Regie von Bettina Böhler. Bester Spielfilm. Es wird spannend. Nominiert in dieser wichtigen Kategorie Bester Spielfilm sind... Du fängst an. Ich fange an. Berlin-Alexanderplatz. Produktion Live Alexis, Jochen Laube, Fabian Maubach. Sommerhausfilmproduktion, Regie Bohan Kobani. Herzlichen Glückwunsch. Außerdem, es gilt das gesprochene Wort. Produktion Ingo Flies, IF Productions, Loin derrière l'Ural, Regie Ilka Çatak. Lara, Produktion Markus Kantis, Martin Lewald, Michal Pokorny, Chivago Film, Regie Jan-Ole Gerster. Herzlichen Glückwunsch. Und weiter, Lindenberg, Mach dein Ding. Produktion Michael Lehmann, Günter Russ, Johannes Pollmann, Letterbox-Filmproduktion, Regie Hermine Hundgeburt. Herzlichen Glückwunsch. Systemsprenger, Produktion Peter Hartwig, Jonas Weidemann, Jakob Weidemann, Kineop-Filmproduktion, Weidemann Brothers, Oma Inge Film, Regie Nora Finkscheid. Herzlichen Glückwunsch. Und last but not least, Undine,
Produktion Florian Körner von Gustorf, Michael Weber, Margaret Menegos. Schrammfilm Körner und Weber, Les Films du Losange und Regie Christian Petzold. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Mensch, sehr viele, sehr gute Entscheidungen. Ist ein starker Jahrgang, oder? Was meinst du? Das wird zumindest eine sehr spannende Filmpreisverleihung. Ich freue mich darauf und ich beglückwünsche jetzt auch noch mal alle Nominierten, denn die nehmen ja auch schon etwas von unseren Preisen mit nach Hause. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir an alle vor und hinter der Kamera. Ich glaube, da werden die noch mal eingeblendet, alle sechs Filme. Also wir sehen uns in welcher Form auch immer am 24. April. Es wird übertragen, in welcher Form auch immer, im ersten um 22.15 Uhr. Ich kann nur sagen, bleibt alle gesund, seid trotzdem guter Dinge, seid verantwortlich, macht's alle gut, habt's schön, herzliche Grüße von uns beiden. Heiter weiter. Mensch, heiter weiter, hast du das spontan erfunden, Monika? Komm. Sie zieht mich aus dem Bild.